Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend. Ein weiterer Abend jetzt noch in den Sommerferien, ein weiterer Sommerabend. Wir reden im Frankfurt Talk über das, was Frankfurt ausmacht, über die Internationalität der Stadt, über das Engagement der Bürgerinnen und Bürger mit Frankfurter Persönlichkeiten. Und heute Abend ist das wieder auf einem hohen intellektuellen Niveau sozusagen. Wir haben den nachbarschaftlichen Dialog in die Wissenschaft hinein. Nachbarschaftlich deswegen, weil quer über die Straße ist die Frankfurt University of Applied Science. Und Herr Professor Thiele, Sie sind jetzt Präsident der, damals war es mal die FH, eben jetzt der Frankfurt School of Applied Science. Der Frankfurt University of Applied Science, Entschuldigung. Herr Professor Thiele, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend, Herr Söhngen. Vielen Dank für die Einladung. Entschuldigen Sie den kleinen Stolperer. Früher war es wirklich die FH. Waren Sie damals schon in Frankfurt? Ich war tatsächlich auch schon zu FH-Zeiten da, bin seit 2011 eigentlich verbunden mit der heute Frankfurt UAS oder University of Applied Sciences und zu dem Zeitpunkt hieß sie eben noch Fachhochschule Frankfurt. Fühlen Sie sich wohl in Frankfurt? Ja, auf jeden Fall. Zwischenzeitlich schon, da ich aus dem Rheinland komme, habe ich tatsächlich zu Beginn ein bisschen gefremdelt. Aber man lernt diese Stadt tatsächlich sehr schnell zu lieben, zu schätzen und die schönen Seiten auch zu sehen. Ja, das sagen Sie schön. Ich glaube, man lernt sie auch schnell kennen, weil sie auch sehr offen ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn der ein oder andere manchmal auch an dem rauen Image der Stadt, was ja auch mit dem ganzen Bankenplatz und so zu tun hat, vielleicht ein bisschen fremdelt. War das bei Ihnen auch so am Anfang? Naja, die raue Stimmung nicht so sehr. Was tatsächlich gewöhnungsbedürftig ist, ich komme ja aus Bonn ursprünglich, was eher eine entspannte Beamtenstadt ist. Und wenn man dann in Frankfurt ankommt, da merkt man schon, hier ist Leben drin, hier ist überall Bewegung. Und wenn man dann am Bahnhof sich bewegt, dann denkt man, wo kommen die vielen Menschen her? Und das ist natürlich eine ganz andere Bewegung, die da vor sich geht. Und daran muss man sich im ersten Moment gewöhnen. Tatsächlich ist das aber genau das, was ich eigentlich so gerne mag. Gleichzeitig ist es so ein bisschen, und denkt so, manchmal könnte ich es auch ein bisschen ruhiger haben, wenn man mal so ein bisschen Abstand braucht. Aber dafür gibt es ja auch genügend Möglichkeiten im naheliegenden Taunus. Aber ansonsten mag ich das eigentlich gern, dieses Lebendige und wirklich spüren, hier ist Dynamik drin, hier passiert was, hier bewegt sich was. Ja, das erleben wir in Frankfurt und das macht den Puls der Stadt auch aus, definitiv. Auch in Ihrem wissenschaftlichen Forschungsfeld, Sie haben eine Professur für Geoinformatik. Auch da ist ja viel Bewegung drin. Ich glaube, Informatik ist wahnsinnig stark im Wandel über die langen Jahre. Wenn man das vergleicht mit vor 20, 30 Jahren und heute sieht, also die Geeks von damals, heute ist es eher State of the Art, dass man mit Informatikthemen berührt ist. Ja, das ist richtig. Der ganze Themenblock der Digitalisierung zieht sich natürlich heute in alle Bereiche rein, in alle Fachdisziplinen, ist gar nicht mehr wegzudenken. Als ich damals damit angefangen habe, ich kann das gar nicht mehr genau rechnen, das ist aber irgendwann in den 90er Jahren gewesen, also lange her, da war das schon etwas fast schon exotische Disziplin, die auch ein bisschen für sich alleine stand. Ich fand immer ganz spannend, als ich hier in Frankfurt angefangen habe, habe ich mit so einer kleinen Identitätskrise begonnen, weil meine Professur zunächst mit einem Bindestrich geschrieben wurde. Geo-Informatik, also das waren die ersten Versuche, die Informatik dann auch anwendungsnah in die Anwendung hineinzubringen. Zwischenzeitlich werden diese Begriffe aber alle am Stück geschrieben, stellen also eigene Fächerdisziplinen auch da. Also ein ganz spannendes Feld und was Geoinformatik mit Frankfurt zu tun hat und Sie persönlich mit Frankfurt, reden wir gleich weiter, machen aber eine kurze Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk.
Wir sind zurück im Frankfurt Talk und der Abend schreitet voran. Ein schöner Sommerabend. Wir haben heute fast schon eine Art Nachbarschaftstalk, weil wir haben Herrn Professor Thiele von der Frankfurt University of Applied Science. Und das ist genau gegenüber oder schräg gegenüber. Nebendran ist noch eine andere Universität, nämlich die Frankfurt School of Finance and Management, sozusagen eine Hochschulmeile. Wie fühlt man sich denn hier so in der Nachbarschaft? Wir von Radio Frankfurt, von den Skyline Studios, das ist ein bisschen eine andere Ebene, aber wir sind ja unmittelbare Nachbarn. Wie fühlen Sie sich hier? Ja, das ist wunderbar. Also gerade auch in dieser Nachbarschaft, wir nennen das dann ja auch Campusmeile, die sich so entlang zieht bis hin zur Nationalbibliothek und zum Westend Campus. Und wir stehen auch im engen Austausch und agieren auch in einigen gemeinsamen Projekten. Also insofern befreundete Nachbarschaft und auch gemeinsame Interessen und gemeinsame Themen. Auch mal gemeinsame wissenschaftliche Projekte? Das kommt durchaus vor. Wir haben ja auch einen mit dem Fachbereich 3, einen Wirtschaftsbereich bei uns, bei dem die Themen sehr naheliegend sind. Und da gibt es durchaus auch Verbindungen. Finde das auch eine schöne Entwicklung für Frankfurt, dass man das so ein bisschen geclustert hat hier oben an der Nibelungenallee, Artikesallee, dass man da die Wissenschaftseinrichtungen so zusammen hat. Frankfurt, wie war das denn? Sie kommen ja aus dem schönen Rheinland und Bonn, hatten Sie gesagt, und haben dann in Frankfurt losgelegt. Wie war denn Ihr Anfang in Frankfurt? Was ist Ihre älteste Erinnerung an Frankfurt? Meine älteste Erinnerung ist der Weg nach Frankfurt. Ich habe begonnen mit einem Lehrauftrag, um den ich gebeten wurde, um den ich mich bemüht hatte. Ich bin auch, muss ich gleich noch erzählen, gezielt nach Frankfurt, gezielt an diese Hochschule gekommen und kam den ersten Tag hierhin, damals dann mit dem Auto noch, mit meinem alten BMW, bei dem ich befürchtete, dass er gar nicht die ganze Wegstrecke schafft. Und meine erste Erinnerung war, dass ich auf der A66, ist das glaube ich, dann Richtung Miquel-Allee lange Zeit im Stau stand. Und da dachte ich schon, wow, das ist voll hier. Und da, und so begann also mein erster Tag. Die Geschichte ging dann übrigens weiter, dass ich dann hinterher merkte, ich muss mir ein neues Auto kaufen, hab mir dann das Geld besorgt. Meine Familie hat mich dann losgeschickt, ich soll mir jetzt endlich mal ein neues Auto kaufen. Ich ging los und kam zurück und hatte quasi mein Auto in der Tasche, weil ich mir eine Bahncard 100 gekauft habe. Das war dann auch tatsächlich der letzte Tag, an dem ich mit dem Auto nach Frankfurt gefahren bin. Ja, so war meine Erinnerung. Das ging dann aber weiter. Tatsächlich war ich dann ja irgendwann auf dem Campus und wurde da auch sehr herzlich, könnte ich fast schon sagen, aufgenommen, wurde alles gezeigt. Also es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Das finde ich ganz interessant, weil normalerweise sagt man ja, dass das Rheinland sehr herzlich, sehr offen ist und ja, dafür auch steht. Aber wir Frankfurter, Frankfurterinnen, wir sind auch offen, oder? Das kann ich absolut bestätigen, ja. Das ist, am Anfang musste ich die kulturellen Hürden überwinden, aber die sind dann doch nicht so groß, wie man anfangs denkt. Also das ist eine große Herzlichkeit in dieser Stadt. Also Sie hatten ja diese kleine Zeit der Reflexion nochmal, als Sie im Stau standen, bevor Sie nach Frankfurt reingefahren sind, das habe ich verstanden. Nervt Sie an Frankfurt das Thema Verkehr? Nervt Sie an Frankfurt vielleicht so ein bisschen die Hektik? Was nervt Sie an Frankfurt? Ich würde das nicht nerven sagen. Tatsächlich ist das ein großes Thema und mein Eindruck ist, ich hatte eben schon mal angedeutet, dass ich auch ein Stück weit gezielt nach Frankfurt gekommen bin. Damals dann in meinem Bereich der Geoinformatik angesiedelt, im Fachbereich 1, die sich ja neben der Geomatik auch noch mit Architektur- und Bauingenieurwesen beschäftigen und da genau die Themen zusammengefasst haben, die am Ende Themen wie Mobilität, Lebensräume, wie können wir in Zukunft miteinander leben und wohnen, adressiert. Und das war natürlich ein sehr spannendes Thema, ein spannendes Feld. Und ich habe immer gesagt, Frankfurt ist eigentlich für einen Geoinformatiker so etwas wie ein Reallabor, in dem man sich irgendwie anguckt, was sind fokussiert auf eine Stadt, die großen Themen der Zukunft, die großen Themen, mit denen wir uns dann eben nicht nur in Frankfurt, sondern eigentlich auch deutschlandweit auseinandersetzen müssen, europaweit, weltweit, so weit will ich jetzt nicht gehen, denn da sind die Probleme nochmal anders gelagert. Aber wenn wir jetzt tatsächlich da hinschauen und diese Fragen
uns stellen, ja. Mobilität der Zukunft, dann ist das hier auf jeden Fall der Ort, an dem man das behandeln muss, an dem man das angehen muss. Also im Grunde ich glaube, dass da auch die Forschung auf einem guten Weg ist. Also im Grunde ist es als Methode der empirischen Sozialforschung, könnte man sagen, es ist die Methode der teilnehmenden Beobachtung, ihr Sein hier in Frankfurt. In dem Fall mindestens das im Stau stehen war eine teilnehmende Beobachtung. Genau. Aber das erlebt man auch in anderen Situationen. Ich hatte den Bahnhof kurz skizziert, aber auch sonstige Situationen, in denen man sich durch die Stadt bewegt, um von einem Punkt zum anderen zu kommen. Und wenn man dann aus so einer beschaulich gemütlichen Stadt kommt, dann ist man eigentlich gewohnt, dass man sehr schnell von einem Ort zum anderen kommt, ja. Und es auch gar nicht so weitläufig alles ist. Damals noch in der Hauptstadt Bonn. Heute in Frankfurt, heute im Frankfurt Talk. Und jetzt machen wir eine kurze Musikpause, dann sind wir gleich wieder da, reden weiter mit Herrn Professor Thiele über Frankfurt und das, was unsere Stadt ausmacht. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Eine schöne Sommernacht hoch über den Dächern der Stadt hier aus den Skyline Studios mit Blick auf die Wissenschaftsmeile. Herr Professor Thiele, Sie kommen aus der Nachbarschaft gerade rüber von der Frankfurt University of Applied Science. Toll, dass Sie da sind. Toll, dass wir den Talk heute mit Ihnen haben. Und ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über die Vielfalt unserer Stadt, die Vielfalt Frankfurts reden. Warum ist diese Vielfalt und diese Internationalität, die wir hier haben und leben, Sie selbst kennen es ja auch sehr, sehr stark, gerade im Wissenschaftsumfeld ist es vielfältig. Warum ist das so typisch frankfurterisch? Also die Vielfalt, sage ich mal ganz allgemein, ist natürlich überall sichtbar in Frankfurt. Die ist im Stadtbild sichtbar, sehend und hörend. Es ist einfach eine bunte Stadt, in der viel passiert, viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Das ist schon einmal das, was man sofort wahrnehmen kann. Dann ist diese Stadt natürlich auch Dreh- und Angelpunkt für ganz viele internationale Bewegungen. Nehmen wir nur den Flughafen, nehmen wir die Messe oder ähnliche Institutionen, die tatsächlich auch internationalen Flair nicht nur verstreuen, sondern ihn tatsächlich auch haben, weil sie einfach ganz objektiv betrachtet eine ganz wesentliche internationale Position hier ausmachen. Und diese Stadt mitten im Zentrum von Europa führt natürlich dazu, dass Frankfurt allem voran erstmal auch eine europäische Stadt ist. Im Herzen von Europa mit entsprechenden Institutionen, mindestens im Finanzsektor durch die Europäische Zentralbank, aber auch durch andere Einrichtungen. Und dadurch natürlich auch eine ganz besondere internationale Bedeutung hat und für mein Empfinden auch eine ganz besondere Verantwortung trägt. Ja, absolut. Und Sie sind ein Stück weit ein Bindeglied in die Zukunft als natürlich Wissenschafts- und Forschungseinrichtung, aber auch Ausbildungseinrichtung. Frankfurt University of Applied Science. Sie haben Studentinnen, Studenten aus der ganzen Welt. Wie viele Nationen, würden Sie sagen, sind bei Ihnen vertreten? Ja, die Zahlen schwanken immer ein bisschen, aber so um die 120 sind es immer. Mal sind es 118 in der Statistik, mal ein bisschen mehr. Hängt immer davon ab, wie die Incomings und Outgoings sind. Durch Corona hat sich das nochmal ein bisschen geändert. Wer ist die größte Gruppe? Also neben den Deutschen wahrscheinlich? Kann ich gar nicht ganz genau sagen. Ich würde aber schon sagen, dass die größte Gruppe sind tatsächlich so vielleicht aus arabischen Ländern. Ah ja. Ja, spannend. Und natürlich, und wie viele Studentinnen und Studenten gibt es insgesamt bei Ihnen? Es sind so knapp um die 16.000. 16.000. Ein bisschen. Da kommt es immer darauf an, wie man zählt. Da muss man genau hingucken, weil wir ja verschiedene Sektoren haben, wenn wir noch den Weiterbildungsbereich mitzählen, Masterbereich, Bachelorbereich, aber so um die 16.000 sind es dann. Ja, ein wichtiges Bindeglied oder wichtiges Puzzle des Bildungs- und Forschungsstandortes Frankfurt. Wir sind sehr froh, mit Ihnen darüber reden zu können. Hier ein Nachbarschaftstalk sozusagen über die Straße hinweg. Wir reden gleich noch mal ein bisschen über Sie persönlich, Herr Professor Thiele. Machen vorher noch eine kurze Musikpause, dann sind wir wieder da.
Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk mit Herrn Professor Thiele von der Frankfurt University of Applied Science, über die Straße hinweg sozusagen. Lieber Herr Nachbar, ich bin froh, dass wir heute Abend zusammen sind. Ja, vielen Dank, ich auch. Sagen Sie mal, 2012 sind Sie nach Frankfurt gekommen, haben losgelegt, Professur für Geoinformatik, darüber hatten wir gesprochen. Was waren denn damals Ihre Erwartungen, Ihre Ziele, Ihre Ambitionen? Im Rückblick, sind Sie enttäuscht oder sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben? Nee, ganz und gar nicht enttäuscht, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte ja kurz angedeutet, dass ich genau auch gezielt nach Frankfurt, genau in die Institution, zu dem Zeitpunkt auch genau in diesen Fachbereich gegangen bin und habe da auch ein Stück weit diesen Spirit und Geist vorgefunden, den ich erwartet hatte oder den ich mir erhofft hatte, müsste man eher sagen. Also die Idee, mit Forschung auch einen Wandel herbeiführen zu können, sich mit Themen auch nachhaltiger Planung auseinanderzusetzen, interdisziplinär, fächerübergreifend zu denken, das war mir ein wichtiges Anliegen. Und allem voran natürlich in erster Instanz war für mich ja das Hauptmotiv. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon eine längere berufliche Laufbahn hinter mir, dass ich tatsächlich den Wunsch hatte, auch so ein bisschen meine Erfahrung, mein Wissen in die Lehre einzubringen und einfach eine qualitativ hochwertige Lehre zu bieten. Also ich finde, das kann ich nicht beurteilen, das habe ich mich bemüht, das zu machen, ja. Aber ich war am Ende muss ich dann doch sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe diesen Schritt zu keinem Zeitpunkt bereut. Also Frankfurt erfüllt Sie. Frankfurt erfüllt mich, die Frankfurt UAS erfüllt mich und ich sage ja heute noch, wenn mich jemand fragt, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe. Das ist genau, dann sind Sie ja der Fisch im Wasser, sind Sie ja voll in Ihrem Element. Das ist eine schöne Aussage, die man treffen kann. Wie Fisch im Wasser, wo schwimmen Sie weiter, was sind Ihre Ziele, wie geht's weiter, Herr Professor Thiele? Ja, ich habe mich ja so ein bisschen dann auch hochschulintern in diesen Bereich entwickelt, Hochschulpolitik, in dem man auch ein bisschen überfachlich, also für die Gesamthochschule, versucht zu entwickeln und zu gestalten. Das mache ich ja nur jetzt auch schon seit ein paar Jahren, erst als Mitglied im Senat. Das ist natürlich mehr so eine On-Top-Tätigkeit, die man dann durchführt und dann irgendwann in der Rolle im Präsidium zunächst eben als Vizepräsident für Studium und Lehre, weil mir das dann eben auch ein großes Anliegen war. Und in dem Bereich haben wir natürlich viele Entwicklungen versucht. Wie können wir die Zukunft von Hochschule, die Zukunft von Lehre gestalten? Also auch die Frage, wie sieht eigentlich die Bildung der Zukunft aus? Wie sehen Bildungseinrichtungen und Institutionen der Zukunft aus? Und vor allem, was ist ihre Aufgabe? Und aus heutiger Sicht eben nicht mehr die von reinen Bildungsakademien oder reinen Ausbildungsinstitutionen, sondern tatsächlich auch mit einem großen Anteil in der gesellschaftlichen Verantwortung und dahingehend Menschen auch neben ihrer reinen Fachlichkeit dabei begleiten, weitere fachübergreifende Schlüsselkompetenzen zu entwickeln. Und da sind wir gerade gezielt dran. Und das ist auch so ein Weg, den ich schon auch sehr gezielt weitergehen möchte. Also ein Stück weit die Gesellschaft mitentwickeln, das ist ein wertvoller und ein schöner Ansatz. Herr Professor Thiele von der Frankfurt University of Applied Science, wir reden gleich weiter und das wird gleich nochmal am Ende ein bisschen lustig. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Ja, ein Sommerabend neigt sich dem Ende, geht in die Nacht über sozusagen. Hier aus den Skyline Studios bei Radio Frankfurt haben wir den Frankfurt Talk heute mit Herrn Professor Thiele von der Frankfurt University of Applied Science. Sie hat schon ein paar Mal gesagt, sozusagen ein Nachbarschaftstalk, weil Sie sind hier schräg gegenüber und sogar auch hier im selben Haus. Wir werden noch ein bisschen locker in einer so schönen Sommernacht. Was ist denn Ihr Lieblingswitz, Herr Professor Thiele? Dabei fallen mir zunächst erstmal zwei ein.
Wir haben erstmal ein Formatproblem. Der erste Witz würde unsere Sendezeit sprengen, weil ich dafür eine ganze Geschichte erzählen müsste. Und der zweite... Ja, die Nacht ist lang. Und der zweite Witz ist, wie das dann im Rheinland so üblich ist, ist eigentlich ein gespielter Witz. Dafür reicht unser Format nicht. Dann müsste ich tatsächlich noch ein paar Szenen hier vorführen und eine Pantomime machen. Ich habe aber einen im Sinn, der mir dann irgendwie, der relativ kurz ist. Den kann ich auch ganz kurz mal erzählen. Ist auch ein alter Witz. Eigentlich habe ich den schon immer im Kopf gehabt, alter Lateinerwitz. Also ein Römer kommt in eine Bar und sagt, ich hätte gerne einen Martinus. Ja. Daraufhin sagt der Wirt, Sie meinen sicher einen Martini. Und der Römer antwortet, wenn ich einen Doppelten gewollt hätte, hätte ich das gesagt. Ja, das habe ich natürlich sofort verstanden und mich an meine alten Lateinerzeiten erinnert. Aber sehr, sehr gut. Ja, eine kleine Belohnung gibt es, ein Geschenk für unseren Gast, wie immer. Schenke Ihnen hier etwas. Sagen Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was es so gegeben hat, Herr Professor Thiele. Ein Frankfurt-Puzzle. Ja. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank dafür. Ich versuche das mal zu öffnen und sehe, die Dose ist nochmal versiegelt. Ja, ist eine Dose, wäre so eine Cola-Dose zum Wenn ich sie geschlossen öffnen. Lassen würde, könnte ich sie direkt wieder als Mitbringsel nehmen, aber ich mache sie trotzdem auf. Ja, und dann ist sogar mal nochmal in Plastik verpackt. Ja, also jetzt haben Sie sie aufgemacht. Oh. Bedeutet, Sie haben heute Nacht noch etwas vor sich und können sich nochmal durch Frankfurt puzzeln. Ich hab was zu tun und ich schätze mal, wenn ich mir so überlege, warum haben Sie mir jetzt ein Frankfurt-Puzzle geschenkt? Und der Hintergrund ist vermutlich, dass Sie mit Ihrer Kenntnis und Wahrnehmung, dass ich sozusagen zwar jetzt schon einige Jahre, aber quasi Neubürger bin, mich vielleicht so ein bisschen in dieser Stadt orientiere, indem ich gepuzzelt mir nochmal diese Stadt zusammensetze. Also es hängt mit meinem Geobezug zusammen. Also das könnte auch sein, aber grundsätzlich wünschen wir natürlich, dass sich unsere Gäste nochmal so ein bisschen, da haben Sie recht, durch Frankfurt puzzeln. Ja. Ja. Das ist doch schön. Haben Sie uns auch was mitgebracht, Herr Professor Thiele? Tatsächlich habe ich Ihnen was mitgebracht. Jetzt muss ich mich mal hier irgendwie beugen. Sie bücken. Eine große Tasche. So, Sie wissen ja, dass wir im vergangenen Jahr unser Jubiläum hatten, die 50-Jahr-Feier hatten. Mhm. Und da haben wir natürlich so einiges zusammengebracht, was uns als Hochschule, was uns als Frankfurt UAS ausmacht und charakterisiert. Ja. Und da sind verschiedene Dinge zusammengekommen im Bereich der Forschung, aber vor allem im Bereich auch der Reflexion, was wir tatsächlich machen wollen. Und dabei sind zwei Dinge insbesondere hervorgestoßen. Das eine ist der Teil, den wir als Nachhaltigkeitsreport bezeichnen, weil das ist für uns eines der Nachhaltigkeitsreport Elemente 2021. Gewesen der letzten Jahre, die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie als Frankfurt UAS, und haben darin mal alles zusammengefasst, was sind denn tatsächlich die Maßnahmen, die wir bereits eingeleitet haben oder Maßnahmen, die wir uns zum Ziel gesetzt haben für die nächsten Jahre. Und nochmal ein anderer Blick darauf. Ich bin hier hängen geblieben auf Seite 28 von dem Studierenden am Fachbereich 2. Alles ist wichtig. Sehen Sie? Das ist doch eine schöne Überschrift. Das ist doch mal eine Aussage. Da werde ich mich gleich reinlesen. Vielen Dank. Da kann man gar nichts gegen haben. Und um noch was weiterlesen zu können, damit Sie auch sehen, dass wir neben der Nachhaltigkeit auch noch andere Themen behandeln, ist tatsächlich auch nochmal eine mitunter auch kritische Reflexion der vergangenen 50 Jahre, aber auch ein kleiner Blick nach vorn, wo wir als Hochschule uns hin entwickeln wollen. Und das ist mir jetzt besonders wichtig, Dankeschön. Ihnen auch dieses gebundene Werk noch einmal zu geben, weil ich da glaube, dass wir auch an diesem Standort in unserer unmittelbaren Nachbarschaft vermutlich noch häufig aufeinandertreffen werden und auch gemeinsam noch Dinge denken und machen können. Also so muss das sein, Herr Professor Thiele. In Frankfurt stehen wir immer alle zusammen. Wir hier in der Nachbarschaft, über die Straße hinweg, aber auch grundsätzlich ist ja dieser Gemeinschaftsgeist, Spirit in Frankfurt stark vertreten. Letzte Frage, wo sind Sie in 5 Jahren? Ja, wenn Sie die Frage einem Beamten stellen, ist die normalerweise relativ einfach zu beantworten. Aber tatsächlich, wenn ich gesund bleibe, wovon ich mal ausgehe, dann erwarte ich auch ein bisschen von mir selbst, dass ich noch immer in einer Rolle bin, in der ich nicht verwalte, sondern gestalte.
Das ist doch ein schöner Ansatz und das passt gut zu Frankfurt, Herr Professor Thiele. Schön, dass Sie bei uns waren. Jetzt entlassen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer in die Nacht und wir beide auch. Vielen Dank Ihnen, euch allen da draußen. Eine gute Nacht, Herr Professor Thiele. Vielen Dank. Danke Ihnen für das Gespräch. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.